Bisschen, du, dich sieht man. Okay. Hi Leute, willkommen hier beim Kavu und ich habe hier Circle of Chaos. Moin. Ja, wir haben uns ein paar Themen überlegt, über die wir mal reden möchten. Und würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal schnell an, ne? Ja, was sind denn überhaupt die Themen? Willst du das mal erläutern? Jo, also zum ersten wollte ich über die Bandai-Figur reden, die 240 Euro ja umgerechnet gekostet hat, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Der Ja. Primaris Marine. Was hältst denn du von dem Preis? Sagen wir es mal so. Ist ein Schnapper. Also, dass generell GW-Produkte teuer sind, ist jeder Hobbyisten definitiv bewusst. Aber dass jetzt GW oder Warhammer, wie sie ja teilweise die Läden jetzt heißen, eine Spielfigur rausbringen, finde ich auf so vielen Punkten einfach falsch. Weil ganz ehrlich, man guckt sich Smith Toys an, du hast da überall diese Power Rangers und was weiß ich Figuren von dem und den Anbieter. Und dass aber GW dann hingeht, so, ja, den Spielemarkt in dem Sinne zu erobern mit einer Bandai-Figur, ja, kriegen wir auch hin. Finde ich halt so falsch, weil Warhammer kennt man eigentlich, oder generell die Marke Games Workshop kennt man hauptsächlich wegen Tabletop. Und ich finde halt so eine Actionfigur ist da definitiv fehl am Platz. Na, ich weiß nicht, also diese Actionfiguren, ich würde sagen, das sind eher die von McFarlane. Das sind, ich kann da mal was in der Kamera zeigen hier, das kannst du jetzt nicht sehen, weil wir sehen uns nämlich nicht. Ich kann nur ihn Leider sehen. nicht. Das sind diese McFarlane-Figuren, aber ich würde sagen, das sind eher die Actionfiguren. Die von Bandai, würde ich sagen, sind eher so für Fotografie und ja, fürs Sammeln, weil die sind so perfide teuer. Und das hier ist. Also ich persönlich habe auch eine Pop-Up-Figur von Warhammer 40k, aber ganz ehrlich, die steht bei mir auch nur blöd im Schrank rum. Ja, es ist halt so ein Sammlerstück. Ne, wo hab ich die denn? Ich habe auch eine. Ach da! So. Die mit den dicken Köpfen, ne? Ja, da habe ich auch einen Schlumpf. Ich bin ja der große Schlumpf-Freund. Schon Ich schmeiß hier alles kaputt, viele. ey. So. Ja, also ich finde für 240 Öcken ist das ein bisschen zu teuer. Vor allem, wenn die andere Figur kostet 100. Und die, ich sag mal, der Captain, der ist ja nur ein Stückchen größer und hat einen hässlichen Umhang. Also ich weiß nicht, wie die dann auf über das Doppelte kommen vom Preis. Ja, weiß ich nicht. Also da kriegst du ja, ne, theoretisch zwei normale Figuren für. Und da hast du dann halt einen Umhang mehr und das war's. Und keine Ahnung, so ein paar Gedöns halt. Ist halt ein bisschen breiter. Ja. Naja. Also, wie gesagt, für mich sind die Actionfiguren bei Games Workshop einfach definitiv fehl am Platz. No. Das ist meine Meinung. Also Preis, würde ich sagen, ist definitiv für die Tonne, aber die Actionfiguren erst recht. Dann blende ich jetzt mal die neuen ein. Ja, es ist so ein Vierer-Squad von Joy-Toy. 100 Euro das Team. Also wenn du 8 Figuren haben willst, kannst du 200 Euro ausgeben. Ja, die sind allerdings in einer anderen Größe. Die sind viel kleiner als die vom Bandai oder die von McFarlane. Die sind halt nicht kompatibel damit. Das sind halt, kann man sagen, so kennst du bestimmt aus, vielleicht war es, als du noch kleiner warst, diese kleinen Actionfiguren, wo du Waffen und so hast. Ja, so ähnlich wie die He-Man-Figuren Ja, damals. diese, genau so diese kleineren, ne? Ja. Und nicht diese großen, weil da kannte ich eigentlich nur damals Power Ranger, die diese bescheuerte Größe hatten. Konnte ich als Kind nichts mit anfangen. Also meine allererste He-Man-Action-Figur, die war auch ungefähr so groß. Da war ja auch die Katze dabei, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Na, ich weiß es auch nicht, aber die Katze fliegt bei meinem Bruder irgendwo noch rum. Diese grüne. Ja, Der Tiger. voll mit Schimmel. Ja, und die Dinger, wie gesagt, 25 Euro pro Stück, wenn man es jetzt so will, ne? 100 Euro das Team. Ja.
Ja, immerhin, ich sag mal, sie sind gut angemalt. Viel besser als die von McFarlane, aber ja, weiß nicht. Sind natürlich dann ist weniger Material, weniger hier, weniger da, aber weiß nicht. Müsste man mal in der Hand haben, aber also 100 Ja. Euro mal gerade ausgeben für, ich sag mal, das ist ja wirklich das Spielzeug. Das ist ja. Ja, das ist wirklich so nach dem Motto, hier so ein Mann, hier hast du einen Space Marine, mach was du willst. Orksmoschen oder so Ja. ähnlich. Also, ja. Ich weiß nicht, also ich finde, die hätten so ein bisschen mehr Detail ruhig rausnehmen können und einfach den Preis noch mal ein bisschen weniger. Weil ich meine, guck mal, das ist schon echt teuer. Wenn ich an die G.I. Joe-Figuren denke, die gab es Oh damals, ja. da gab Oh es ja. irgendwelche Fahrzeuge mit Mechanismen und Schuss und bla 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 und richtig so Anzüge, die die hatten, die wirklich aussahen wie Stoffe und kleine Katana. Und ich fand, das ist einfach viel detailreicher. Und auch viel günstiger. Wie geht das? Ja, wie geht das? Ist ja auch sozusagen eine Lizenz, die gekauft wurde. Von daher, es ist einfach nur teures Plastik. Ja. Also, Und das ist bei ganz Warhammer so. wir wissen ja seit einer Weile alle, dass GW versucht, überall, wo es geht, halt Geld zu kriegen. Ne? Da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema. Da ist ein toller Übergang. Es gibt nämlich jetzt eine Figur geschenkt. Games Workshop schenkt dir eine Figur, weil es 1 Million Kunden online gibt. So, Ja. jetzt denkst du, cool, oder? Habe ich nämlich auch gedacht, als ich die E-Mail gekriegt habe, wir schenken dir eine Figur. Ja. Jetzt denkst du bestimmt, was muss man dafür machen, ne? Also, du kriegst eine ganz normale Space Marine Figur, ja, so eine kleine mit einer coolen Base, das war's. Einfach, da sind drei Necrons auf der Base, die so, oh, weißt du, so. Und das Ja, habe ich war's. schon gesehen, ja. Kostet. Also kostet ja gar nichts, aber du musst 175 Euro umgerechnet ausgeben, dann kriegst du die. Das ist dasselbe wie dieses Angebot, was GW damals gemacht hat mit den Stempelkarten. Wenn du, ich glaube, 300 € ausgegeben hast, also auf dieser Stempelkarte, hast du irgendwann ein T-Shirt geschenkt gekriegt. Wow, boah, das ist gut. Wow. Ja, und jetzt kriegst So. du halt eine Miniatur, die vielleicht 50 Cent wert ist, wenn man jetzt mal wirklich ernsthaft darüber nachdenkt. Das ist ja nichts. Ja, aber wenn man sich überlegt, zum Beispiel die T-Shirts, das war für die meisten mehr ein Anreiz als jetzt eine Space Marine-Figur. Jetzt sind wir jetzt mal außen vor. Du spielst deine Ultramarines, ich spiele meinen eigenen Space Marine Orden. So, aber es gibt ja Leute, wie zum Beispiel meine Frau, die spielt nur Chaos Space Marines. Da kann die mit einem Space Marine nichts Ja, anfangen. das ist immer das Problem. Die Leute haben auch geschrieben, erstmal, ob die bescheuert sind. Viele haben über einen 3D-Drucker geredet. Das Thema kommt ja noch gleich. Also die Leute waren nicht fröhlich, dass sie eine Figur kriegen. Die Leute waren abgefuckt, weil nur Leute, ich sag mal, das ist ja nichts für die Leute, die lange schon bei GW dabei sind. Weil was sollen die Nee. sich denn jetzt holen? Die haben doch jetzt schon das meiste. Das ist für, weiß nicht, für Reiche. Für Leute, die sagen, ach komm, ach, dann bestelle ich mir gerade noch die drei Bücher und hier und dann, weißt du, und dann verkaufe ich die Figur später für 80, 90 Euro locker weg, auf eBay oder vielleicht für 100 Euro. Mal gucken. Diese Aussage würde ich sogar voll und ganz unterstützen. Ne? Also, war ja auch damals mit dem Terminator in Kasavrak-Rüstung mit dieser Lanze. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt. War ja damals genauso. Er wurde auch damals weggekauft wie Hulle. Ich glaube, der hat damals 50 Euro gekostet. Wenn du jetzt bei eBay Kleinanzeigen oder generell eBay reinguckst, steht da dafür 300 Euro oder Wie so heißt drin. der denn? Weißt du das? Wie war der? Wie der heißt? Weißt du das? Der hatte irgendeinen speziellen Namen, aber da komme ich jetzt Ich nicht gucke mal, ob ich drauf. den finde. Captain, ne? Captain in Ja. Kataphracti Armor oder Terminator Kataphracti, ist ja egal. Ja, Special, bla bla bla, ne? Das ist schwierig jetzt. Shopping. Ah, da ist die ganze Zeit nur dieser Standardtyp. Dieser. Ich sag jetzt mal, dieser Random Guy, kennst du wahrscheinlich mit der Kettenfaust und dem Kombibolter. Ja. Ja.
Muss man mal in Ruhe gucken, jetzt finde ich ihn auf die Schnelle nicht. Ich habe mir Ja, übrigens ich kann das jetzt mal auch einen übernehmen. Kataphrakt, die Captain, geholt, und zwar den neuen von den Schlümpfen. Ich halte mal kurz eine Kamera ein, so ein Teil vom Forge World hier, den. Der war ja die erste Zeit, war der sofort ausverkauft, da habe ich mich aufgeregt, aber dann haben sie nochmal nachproduziert. Ja, und ich komme noch nicht zum Anmalen, und das ist komisch, weil normalerweise komme ich immer dazu, aber zu viel im Alltag los. Ja, Arbeit und ja. Und der kostet ja auch 35 Euro für eine Figur und dann darfst du auch noch Versand zahlen, ne? Also ist schon schön, ne? Aber ich krieg nichts geschenkt, ne? Wenn man mal hier hinten im Regal guckt, habe ich ja nicht verdient. Ich muss ja noch mal 175 Euro ausgeben. Ja, aber das ist Standard so. Also ich war ja selber mal GW-Mitarbeiter und die haben ja andere Konditionen. Also bei denen ist das mal einfacher, Sachen sich zu holen, als für den Autonormalverbraucher. Aber guck mal, ich hätte das so gemacht. Ich hätte gesagt: Leute, pass auf, bei 52 Euro, da kriegt ihr die Figur. Ihr könnt auch in den Laden kommen. Wir haben da die Figuren. 52 Euro. Weißt du, warum 52? Weil eine Packung kostet meist 45 Euro. Ja. Holst du dir ein heldengroßes Modell irgendwie, dann bist du locker bei dem Betrag. Das bedeutet, du kannst entweder zwei kleine Sachen oder eine fette Sache kaufen. Das ist völlig in Ordnung, finde ich. Aber 175 Euro, das ist schon eine ganz neue Armee fast, die du da dir zusammen kaufen sollst. Oder ey, warte, du kannst dir doch diese neuen Actionfiguren holen. Zweimal das Set, 200 Euro, dann kriegst du auch die neue Figur. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also ganz ehrlich, ne, die Starterboxen, die sind ja nicht schlecht. Hat ja keiner was gegen. Ne, vor allem so Nee, die sind die, gut. also ich finde zum Beispiel die Chaos-Starterbox, ne, mit dem besessenen Hexer, boah, ich habe den Namen vergessen, Gar mit den nicht. zwei Great Ich guck mal Potions, gerade mit den. nach. Ach, die heißen ja nicht mehr Starterboxen, die heißen ja jetzt irgendwie anders, ne? Star Collection. Ja, steht hier noch sogar so. Ich guck mal beide an, aber die heißen ja jetzt irgendwie. Ach, was weiß ich. Was ist denn das hier? Beasts of Chaos habe ich hier einmal. Die meinst du nicht, ne? Du meinst die normalen, Nee, ne? nee. Die normal. Was haben wir denn hier alles dabei? Was steht denn da unten? Ein Venom Crawler. Zwei Obliterators. Ja. Welchen meinst du jetzt? Ah, Master of Possession. Den meinst Jo. du. Richtig. Ah, der meinst du. Ich. Ja, früher hieß er sogar ganz anders. Früher hieß er irgendwie Circle of Change oder so ähnlich. Ah, sind schon coole Modelle auf jeden Fall. Ja, sagen wir es mal so, ich finde die Starterbox hat sich ziemlich gelohnt. Also Ne, die vor allem. Starterbox sieht wirklich gut aus. Ja, vor allem, es ist auch legionsneutral, finde ich jetzt persönlich. Weil rein theoretisch kannst du wirklich hingehen mit der Box, sagen, hier, das sind meine Night Lords, auch wenn es jetzt lore-technisch weniger passt. Aber jetzt zum Beispiel für die Iron Warriors perfekt, für Black Legion perfekt, für, was gibt es noch alles, Worldbearers, World Eaters, Für die finde ich top. Alpha-Legion würde ich das jetzt nicht so passend finden. Also ich bin ja lore-technisch echt versiert in die 40k-Lore. Und da muss ich sagen, ich finde, da passt zu der Alpha Legion lore-technisch überhaupt keiner der Chaos Space Marine Modelle. Na, Ist. weil, finde ich auch, weil die. Weiß nicht. Und ich habe ja auch geguckt bei Forge World, was die da so anbieten. Ja, da kriegst du ein bisschen was. Beim normalen Warhammer. Eigentlich so gut wie gar nichts. Ist halt, weiß nicht, Ja. Chaos ist halt auch ein bisschen hinterher manchmal, ne? Also Chaos ist eigentlich immer hinterher, es sei denn, die haben wirklich gerade den aktuellsten Kodex. So, das Problem beim Chaos ist, ich weiß, da wirst du jetzt in den Kommentaren wahrscheinlich für den einen oder anderen gelyncht, aber die Sache ist die, das Chaos ist die Fraktion, die am wenigsten Liebe erhält. Meinst du? Ich find Ist. Tau und Tyranniden ist ja schon ein bisschen. Tyranniden würde ich definitiv sagen, ja. Also Tyranniden gehören mit zu denen, die am wenigsten Liebe kriegen. Aber wenn man jetzt so ein Ranking wirklich aufsetzen würde, wären die Imperialen, also dazu gehören Space Marines, Auroritas, Imperiale, die stehen weiter oben.
wo ja natürlich die Spitzenreiter die Space Marines sind. Klar, ist ja GWs Aushängeschild. Aber danach kommen halt dann so die Standardfraktionen. So Elder, Dark Elder, wie die alle heißen an den Elder-Fraktionen. Ich bin da auch nicht mehr ganz so Es frisch. gibt ja Gene Stealer und was weiß ich hier, Titanicus So, und Grey Knights. so. So, und Gene Stealer, also generell alle Xenos-Folgen wie Chaos ist halt wirklich ganz unten. Da tut sich wirklich nicht viel. Ja, ich Ne, weil. weiß nicht, was ich jetzt so mitbekommen habe. Es gab da mal ein neues Modell und das war es jetzt eigentlich schon. Weißt du, so, ich weiß gar nicht, wann gab es den Abaddon? Wann kam der denn raus? Das neue Abaddon-Modell kam vor. 2 Jahren, 3 Jahren. Mit dem Release des neuen Codex, also ihren aktuellen Codex raus, also Codex Chaos Space Marines Volume 2, kam der raus und der war vor 3 Jahren. 3 Jahre. 3 Jahren, Und ja. da habe ich gar nicht mitbekommen, dass mit dem zusammen noch andere neue Chaos-Figuren rausgekommen sind. Da kam, glaube ich, nichts. Oder ich weiß es nicht. Das habe ich, da war ich nicht so aktiv. Vor 3 Jahren hat das Chaos in dem Sinne den Venomcrawler dazu gekriegt. Ah, okay. Die Obliterators wurden abgeändert, also so wie du die jetzt gerade in der Star Collection Box gesehen hast, wurden die halt so abgeändert. Die haben für die Black Legion neues namhaftes Charaktermodell gekriegt, mit dem Jump Pack und dem Stab. Ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau seinen Namen. Also haben sie doch was gekriegt, weil ich habe das echt nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, Abaddon, das war's. Ja, also die haben was Neues gekriegt, aber jetzt nichts wirklich, wo man sagt, yay, es war eher so, wo ich sagte, so, auf den Venomcrawler könnte ich verzichten. Wenn man jetzt sagen würde, angenommen, die würden das jetzt schon verraten, was kommt. Stell dir vor, die sagen jetzt so, pass auf, für Chaos gibt es jetzt bald neuen, ah nee, nicht ein Fünfer-Trupp, das ist ja viel zu viel, einen neuen Dreier-Trupp für 40 Euro. Ja. Ne, einen neuen Dreier-Trupp, dann kriegst du noch einen neuen Helden, also einen Captain, einen Champion, Entschuldigung, dann noch einen Sergeant, ist doch richtig, oder wie heißen die bei euch? Der Sergeant ist eigentlich der Champion des Trupps. Und was ist dann der Captain? General. Ach so. Ja, sorry, ich habe von Chaos nicht so die Ahnung. Kollege spielt Chaos, darum spiele ich keins. Nee, Ja, und so angenommen, ungefähr. du kriegst jetzt halt so drei, vier Figuren, ein kleines Teamchen, und dann sagt man dir so, pass auf, die nächsten kommen dann in 3 Jahren. Wie würdest du dich dann fühlen? Es ist ja immer so, dass man hält es ja nur aus, weil alles ungewiss ist. Aber wenn man dir sagen würde, so, die drei Sachen kriegst du innerhalb von 4 Jahren oder so, ich glaube, da würden viele sagen, okay, reicht mir. Weißt du, was ich meine? Das, ja, ich weiß, was du meinst. Nur der springende Punkt ist einfach nur die, jetzt generell Chaos steht meistens da, so als Space Marine Fraktion, ich sage jetzt mal extra Space Marine Fraktion, ich tue das jetzt mal verallgemeinern, steht halt da, denkt sich so, jo, die Death Guard hat was Neues gekriegt, die Thousand Suns haben was Neues gekriegt, alles klar. Da müssten wir ja dran kommen. Dann kommen dann halt zum Beispiel dann wieder die Space Marines. So, ja, wir haben jetzt das, 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 das. Ja, die Space Marines haben komplett. Aber ich weiß nicht, das ist schwierig. Jetzt mal ganz hart gesagt, haben die Space Marines eigentlich viel Neues gekriegt? Eigentlich haben nur die, ich sag mal, die Primaris zähle ich mal an sich jetzt. Es ist alles Primaris, Primaris, aber die Fans der Firstborn haben theoretisch auch nur, ich glaube, eine neue Sache gekriegt. Was war das nochmal? Nee, Quatsch, stimmt doch gar nicht. Die haben Terminator gekriegt. Das sind ja auch Firstborn. Noch, doch, 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 die haben, selbst die haben mehr gekriegt als zum Beispiel die Tyranniden. Oder die Ja. Elder. Selbst die haben mehr gekriegt. Was haben die Elder gekriegt? Ein bisschen Inari oder wie die heißen? Inari? Inari? Jenari. Ja, irgendwie sowas. Ja, Also ist schon die. ein bisschen mager für manche, ne? Ja, gut. Man hat auch aus den Eldern eine komplette eigene Fraktion gemacht. Also, Jenari ist eigentlich die Vereinigung aus Eldari, Drukhari und den Deathchasters. Okay. Na So, gut. das ist in dem Sinne wirklich eine eigenständige Fraktion. Ja. Genauso wie, das ist genauso wie Astra Militarum und Astra Tempestus. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind auch
eigentlich separate Armeen. Ja, dann gibt es ja noch die Harlekin, das ist ja eher sowas wie eine Spezialeinheit, würde ich jetzt sagen. Ja. Sowas wie die Adeptus Assassinorum. Ja, So aber die ähnlich. gehören mehr oder weniger auch zu den Elder. Also ja, sind eine eigenständige Fraktion, aber es macht mehr Sinn, die mit Elder zu kombinieren. Ja, hast ja sonst nicht Ist. viel Auswahl. Nee, nee. So, ja, kommen wir mal zum nächsten Thema, sonst beschweren wir uns hier noch stundenlang. Warhammer Plus, was hältst du davon? Ehrliche Meinung, das ist wieder eine Form von Geld abkassieren. Warum? Das ist eigentlich ganz einfach zu erläutern. GW hat ja seit einer Weile, da hast du ja auch dein eigenes Video drüber gemacht, von wegen mit Lizenzen und hast nicht gesehen. Nach meiner Meinung ist das jetzt nur wieder eine Form von Geld einkassieren. Warum? Ist eigentlich ganz klar. Zum Beispiel dieses, oh, wie heißt diese Videoreihe? Das hat es auch mal erwähnt gehabt. Astartes. Ich wollte gerade sagen, Astartes meinst du, ne? Ne? Fand ich eine schöne Kurzfilmprojekt. Also wirklich grafisch top. Nach meiner Meinung war das wieder so eine Form von GW. Wirklich diese ganzen eigenen Sachen zu verbieten, um wiederum mehr Werbung für sich selber zu machen, trotz dass Oder das eigentlich aufzukaufen. ja oder zu halt in Beschlag zu nehmen, um für sich wieder Geld zu gewinnen. Was zum Beispiel Warhammer Plus, ich habe mir das mal intensiv mal angeguckt. Ich glaube, du bezahlst im Monat 20 Euro oder so. Nee, nee, bezahlt, was waren das? Irgendwie 5 Euro oder sowas. Ja, okay, 20 da sind bin es ich. nicht. Ja, da bin ich auf einem anderen Wissensstand. So, jetzt überleg mal, du bezahlst jeden Monat 5 Euro. Das sind bei Tausenden von Leuten, rechnet, läppert sich das schon. So, und was wird im Endeffekt auf Warhammer Plus angeboten? Kurzfilme ist interessant anzusehen, ja. Und dann Battle Reports. Also, ich bin persönlich ein Typ, ich gucke gerne Battle Reports. Aber ich bin doch eher lieber der Spieler. Ne, weil ich bin so ein Typ, wenn ich spiele, versuche ich im Kopf mir eigene Bilder zu machen, die Ereignisse XY. Beispiel, mein Warpschmied Castus kämpft jetzt gegen die Automarines. Castus alleine schnetzelt sich im Spiel durch die Horden der Primaris Marines. Primaris Marines geben Abwehrfeuer, schaffen es nicht, weil Castus elegant ausweicht. Und rein. Ne? Und so bildet sich bei mir halt im Kopf dieses Kino. Ja, das ist ja so ähnlich wie bei so Pen and Paper Sachen, wo du dir einfach so Sachen vorstellst. Da musst du halt einen guten Gegner haben, der so mitmacht. Wenn du da jetzt so einen knochentrockenen Typen hast, der sagt, so, das ist hier und da und dann kannst du dich auch nicht konzentrieren. Ja, aber das stimmt, dass diese Geschichten, die im Kopf ablaufen, die fallen natürlich bei so Battle Reports schon weg, weil das auch meistens geschnitten ist oder ja. Dann fällt einem wieder ein Also, Fehler auf, der zieht einen so ein bisschen raus, ne? nach meiner Meinung sind die Battle Reports einfach zu trocken. Wenn man jetzt, ich muss da jetzt mal Werbung für andere YouTube-Kanäle machen, wenn man jetzt zum Beispiel die Spielebude in Betracht zieht, Kenne ich. die bauen da viel Witz und eigene Varianten rein. Ob das jetzt Missionen sind oder ob das jetzt. Ja, Geländeteile sind. Also ich glaube, in einem Battle Report hat die Spielebude kein 40K-Gelände gehabt, weil die halt mitten im Umzug waren und haben einfach von Star Wars einfach mal Gelände hingestellt. Ist zwar eigentlich fehl am Platz, aber hey, die haben es einfach so erklärt, so wir sind durch ein Portal getreten und auf einmal, ups, wo sind wir hier denn? Oh, den Planeten haben wir noch nie gesehen. So Ah, total kann man ja lustig. machen. Ein Kollege von mir, der hat ein Gartenzwerg als Geländestück genommen. Also soll wohl laufen. Also wie gesagt, ich fand das einfach, ich finde das halt einfach dann so lustig, wenn man dann, ich sag mal, mit in den Battle Report so eine kleine Geschichte hat. Also ich zum Beispiel 1000 für den Imperator,
tun das ein bisschen weiter höher schrauben. Die geben am Anfang so eine Story, was die sich ausgedacht haben, warum jetzt zum Beispiel die Turaniden gerade auf die Elder treffen oder sowas. Und dann Runde für Runde sind die Geschichte am Erweitern, dass man sich das so bildlich vorstellen kann. Ja, sowas ist echt schön, aber das kannst du ja nicht bei Warhammer Plus erwarten. Die haben ja wohl auch, also soweit ich das mitbekommen habe, haben die da auch YouTuber angestellt, die das zeigen. Ja. Also nur halt, aber es ist halt sehr professionell auch. Ich zeig mal einmal ganz kurz, was es hier gibt. Wir haben Angels of Death, ist bestimmt bekannt. Da gibt es jetzt den fünften Teil, also. Der fünfte, den fand ich sogar mit am besten. Den vierten fand ich grausam, weil die Kampfanimationen aussehen wie, weiß ich nicht. Das war gar nicht meins. Ja, ich weiß nicht. Also der vierte war eigentlich so der schlechteste. Ne? Aber man hat fünf Teile, das war's eigentlich schon. Und Hammer and Bolter, da gibt's immer noch, wie von Anfang an, die drei Teile, die man gucken konnte. Und das war's. Ja, und der andere Scheiß, Entschuldigung, aber einen Trailer gucke ich mir jetzt nicht an. Dann haben wir jetzt hier halt noch, wie kannst du schön anmalen? Hier Masterclass, Battle Report, Age of Sigmar interessiert mich, sorry, aber interessiert mich gar nicht, gucke ich mir nichts von an. Ja, sonst haben wir noch Lore Master, natürlich auf Englisch, wo du dann halt Ja. natürlich, wenn du halt nicht englischer, ich sag mal, wenn das nicht deine Muttersprache ist, dann musst du halt dich konzentrieren und gut zuhören. Ja, ich kann da zum Beispiel jetzt nicht mein Büro hier aufräumen und dann das nebenbei hören. Das funktioniert nicht, weil dann, hä, was war los? Nochmal 5 Minuten zurück, ne? Also ist schon schade, dass das nicht auf Deutsch angeboten wird. Ja, und ansonsten Learn to Play habe ich mir angeguckt und muss sagen, ich als Neuling hätte wahrscheinlich 50% eine Ahnung, wie man Warhammer spielt nach dem ganzen Learn to Play. Da wird nämlich nicht alles erklärt. Also nicht so, wie du es brauchst. Genau. Du weißt zwar, oh, ich kann mich bewegen, ich kann schießen und es gibt wohl irgendwie sowas wie Phasen, aber dir wird nicht gezeigt, wie baust du dir eine Armee? Was weiß ich, was Artefakte, wie funktioniert das und bla und hier und das wird alles nicht erklärt, es wird nur gezeigt, wie du läufst, wie du schießt und sowas, weißt du, und das kannst du auch innerhalb von einer halben Stunde mal im Regelbuch nachlesen. Also ich Ja, finde, das. das ist nicht tief genug, finde ich. Na? Ja, vor allem jede Einheit oder generell jedes Charaktermodell, hauptsächlich Charaktermodelle, haben ja ihre eigenen besonderen Fähigkeiten, die Ja, halt dann klar, da. besagen, das Buff dies, jenes, welches. Das wurde zum Beispiel ja auch nicht erklärt. Das wurde ja mehr oder weniger normal die Command-Phase, wo ich nach meiner Meinung Command-Phase hätte ich gar nicht als eigene Phase eingebaut, weil es eigentlich so eine Phase ist. So, ich habe jetzt 7 Punkte, also 7 dieser Wiederholungswürfe. Ich kriege in der Command-Phase einen weiteren dazu, also bin ich bei 8. Alles klar, die Phase ist vorbei, jetzt kommt die Bewegungsphase. Und ich dann auch dachte, warum baut man das nicht wie früher in der normalen Bewegungsphase ein? Und sagte, oh, wir haben jetzt eine erste Phase, die heißt Command-Phase. Das ist so, naja, weiß ich nicht. Ich finde das kompliziert das alles, weil du dann, ne, wieder stehst, vor allem als Neuling. So, was ist jetzt die Command-Phase? Okay, ich krieg nur einen Command-Point dazu. Okay. Ja, das hat mich Ja. auch am Anfang so ein bisschen irritiert, wo ich dachte, okay, was passiert jetzt alles in dieser Phase? Und da musst du dann nochmal lesen und dann spielst du dann, ach, Command-Phase und ja, es ist ein bisschen, muss man mal gucken. Also ich muss einfach, denke ich mal, auch ein bisschen öfter spielen, um wirklich beurteilen zu können, ob das jetzt wirklich besser ist oder nicht. Und bis jetzt habe ich echt so wenig gespielt. Ja, ist halt echt schade. Ja, Ich ich spiele mal hier gerade ein müsste. Video ab. Verdünne deine Farben. Ach so, ich muss auf Play drücken. Ja, die Steuerung hier ist auch ein bisschen blöd. Zum Beispiel, wenn ich Leertaste. Ja, ich drücke Leertaste und er macht halt kein Ende, ne? So, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz ein Video an. Ich muss natürlich dann immer stoppen. Ich kann das jetzt nicht am Stück zeigen. Ich muss ein bisschen springen und so. Da ist halt ein Typ und der zeigt uns die Figuren und sagt: Yo, Mensch, macht eure Farben dünner. Und das war's. Ende. So. Das ist halt immer minimalistisch gehalten mit diesen ganzen, hey, wie malt man Warhammer an? Ne? Das ist halt, oh, jetzt bin ich hier zu weit. Ja. Ja, aber das hast du aber auch bei hier bei den Painting-Videos auf YouTube von Warhammer. Ja, Das mit diesem, ich weiß nicht, wie der Typ da heißt, ja.
Es ist halt alles Ja. so kurz und knapp und fertig. Sowas in der Ja. Richtung hatte ich auch vor. Aber wenn ich dann höre, verdünne deine Farben. So, jetzt verdünnst du die Weil und Ende. Ist das, naja. Aber schlecht ist das Ganze nicht. Ich sag mal, wenn du dir da alles anguckst, dann hast du schon mal eine Grundahnung, wie du malen kannst. Und dann gibt es ja halt noch dieses Masterclass. Da habe ich mal kurz reingeguckt. Ja, ist eher was für Fortgeschrittene. Weiß nicht. Kann man machen. Na? Kann man machen. So, kommen wir mal Muss. zum nächsten Thema. Oder wolltest du noch irgendwas zu Warhammer Plus sagen? Sagen wir es mal so, es ist interessant zu sehen, ja, aber ich persönlich als, ich bezeichne mich jetzt mal trockenerweise mal selber als Veteran, ist das nix. Ja, angenommen, weil jetzt am Anfang, du kannst ja eh nicht tot gucken. Das ist ja nicht so wie Netflix, du bezahlst jetzt deinen ersten Beitrag und du kannst gucken und gucken und gucken, sondern ich weiß gar nicht, das gibt sogar ein Wort dafür, bla 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 watching. Da ist es halt so, du, ja weiß ich nicht, du sitzt da 1, 2 Stunden und ja, dann wartest du erstmal wieder eine Woche oder 2 Wochen, bis irgendwas Neues kommt. Ist ein bisschen, ist eine traurige Geschichte, sag ich mal. Ne? Du bist halt relativ schnell durch mit allem, was dich interessiert. Du hast ja auch noch die Vault, da kannst du dir die Zeitung angucken, White Dwarf und so. Finde ich halt sehr uninteressant, weil es auch alles auf Englisch ist und ja, weiß nicht, das ist alles auch auf dem Desktop und so. Du kriegst keine PDF, du musst dir alles auf dem Desktop angucken. Auf dem Ja, Desktop, klar. ich meine im Browser. Weiß nicht. Und dann hast du ja sonst noch so ein paar. Ach ja, die App habe ich ganz vergessen. Es gibt ja auch die App jetzt, ne? Und da habe ich jetzt auch mal mir eine Armee gebaut. Natürlich die Ultramarines, ne? Das ist ja der Standard, den man mal auschecken sollte. Und das hat auch gut funktioniert. Weil die App hatte ja tausende von Fehlern und die Leute haben natürlich sofort bewertet und haben gesagt, ja, scheiß App. Was war der Fehler? Der Fehler war, fand ich, dass die App nicht am Anfang umsonst war. Ich hätte gesagt, hier, nehmt euch die App. Guckt euch alles an, meldet alle Fehler, weil dann hätten die Leute nicht so scheiße bewertet. Die Leute hätten gesagt, ey, das ist ja noch in der Entwicklung. Aber so haben die Leute Geld bezahlt, haben Scheiße bekommen, Scheiße bewertet. Und jetzt ist die App einfach bewertet, ja, wie Dreck, kann man sagen, ne? Ja, Jetzt klar. ist der Zug abgefahren für die App. Wobei sie jetzt mittlerweile gar nicht so schlecht ist. Es gibt bestimmt noch ein paar Fehler, aber es hat alles funktioniert, was ich wollte. Man muss ein bisschen Ja, suchen manchmal, aber klappt. so ein guter Kumpel von mir hatte die App auch mal. Der hatte sich mal seine Death Guard-Liste gebaut. Und da konntest du zum Beispiel keine Relikte eintragen. Gewisse Relikte haben ja die und die Fähigkeiten. Das So. habe ich auch erst gedacht. Ich habe mich richtig aufgeregt, aber ich habe es dann gefunden. Ich kann es ruhig weitererzählen. Ich öffne mal gerade die App und gucke mal, ob ich es So, finde. und dann hatte der ohne Sparte für seinen Lord Contention, also seinen Chaos-General quasi. Und seine Ausrüstungsmöglichkeiten waren einfach nicht aufgelistet. Der war eigentlich so sinngemäß in der App so angegeben, wie der und grundsätzlich auch ausgerüstet ist. Ja, es kann sein, dass sie das damals noch nicht so weit hatten oder er hat es nicht gefunden, weil ganz ehrlich, das ist, es war ein Albtraum. Ich gehe mal gerade zur, so, hier habe ich meinen eigenen Orden. Das sind jetzt nicht die Ultramarines, das sind die Scorn Strikers, das ist mein eigener Orden, weil ich spiele ja auch nicht, ne? Nur die. Und irgendwo hier, wo auch immer, gab es halt, waren das die 3 Punkte? Nein. Das musst du erstmal finden. Ah, ich hab's gefunden, oder? Ja, ich hab's gefunden. Hier unten, wer diese App hat, muss auf dieses grüne Teil klicken. Das siehst du jetzt nicht, das kannst du ja später angucken. Und Ja. dort wird dir was eingeblendet. Da kannst du auf Optionen gehen. Und da kannst du dann bei Warlord, zum Beispiel, kannst du hier irgendwas aussuchen oder eine Reliquie kannst du hier auswählen. Also das ist sehr unübersichtlich. Ich finde, das hätten sie anders machen sollen. Aber diese Funktion gibt es mittlerweile. Ich habe auch schon öfter gesehen, dass Leute sagen, ich kann keine Reliquie einfügen. Ja, man muss halt da ein bisschen gucken und nicht sofort die App vom Handy entfernen. Das ist, ja, ich will jetzt Also auch als nicht mit Battlescribe das vergleichen und so weiter. Ich fand es sehr praktisch, wenn du zum Beispiel abends irgendwie im Bett liegst und du hast Langeweile, dann baust du dir gerade mal eine kleine Armee. Das funktioniert. Das ist halt nicht mehr so kompliziert, dass du am Rechner sitzt mit tausenden von Listen und zack, zack und hier und ist halt einfach gemacht. Aber denke mal, kann man noch verbessern. ja.
Ist ja mit allem irgendwo. Na, hast du oft. Ja. So, jetzt Ja, kommen wir zum. Hä? dann kommen wir jetzt mal zum Miniaturen-3D-Druck. Genau. Und da habe Jetzt ich. mal, jetzt tauschen wir mal die Rollen. Jetzt will ich mal Rollen tauschen. Ja, gut. Was hältst du von 3D-Druck? Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Also, ich höre und lese immer wieder, zum Beispiel auf Instagram oder ach, sonst wo, wo es halt um Warhammer geht, ich druck mir das. Zum Beispiel, die Warhammer Plus Leute haben eine Miniatur bekommen. Entweder ein Sniper oder ein Ork. So, also einer vom Assassinorum da und, oder ein Ork halt. Und da wird dann drunter geschrieben, ja, der 3D-Drucker macht brr, brr und solche Kommentare, ne? Ja, ich druck mir das und wieso. Und da denke ich mir so, ey Leute, das ist ein Geschenk für Leute, die ein Abo abschließen. Das gönnt denen das doch. Und wenn es gar nichts geschenkt gäbe, dann würde man auch meckern. So, was für ein Scheiß. Ich finde, Warhammer Plus habe ich mir geholt. Erstmal, um euch das hier allen zu zeigen. Und zum Zweiten, weil du eine Figur kriegst, weil du Zugang zur App hast, weil du die Filme halt siehst, weil Zeitungen und so weiter. Also, ich fand jetzt für 5 Euro, das alles war gut, weil die Figur ist alleine locker. Wenn du die später auf eBay siehst, ist die locker wieder so, ja, ich sag mal 80 Euro wert. Von daher ist das Abo für mich nicht so teuer, wenn ich die verkaufen sollte. So, was halte ich von 3D-Druck? Also, eben wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass die Leute jetzt sagen, ich druck mir alles, ich druck mir alles. Scheiß Warhammer, alles zu teuer. Auf der anderen Seite kann ich jetzt verstehen, wie zum Beispiel dieses Modell hier. Jetzt zeige ich das mal, das ist mein Telemon. Da habe ich dir ein Bild geschickt. Ja. Ich finde, ja, man kann das jetzt natürlich nicht bei der Kamera so gut erkennen, aber ich finde, der ist sehr gut. Sehr gut. Und der kostet wirklich noch nicht mal die Hälfte. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich kann es nicht verübeln, wenn jemand sich was drucken lässt oder selber druckt, weil er den Artikel nicht bekommt. Denn wir können gerne mal auf Forgeworld einmal gucken. Bin ich jetzt. Und wenn wir da gucken, dann werden wir sehen, dass viele Artikel gar nicht vorhanden sind. Und die sind schon seit Ewigkeiten nicht mehr vorhanden. Und man kommt da auch nicht anders dran. Wir können jetzt einfach mal gucken. Ich gucke jetzt einfach mal, ob der Telemon da ist. Wo ist denn der jetzt überhaupt abgebildet? Gib den einfach in den Suchbegriff ein, dann findest du den. Ja, hast du recht. Da ist er doch. Oh, ist der da? Ich glaube, diesmal ist er da. Jo, der ist wieder da. Der Körper zumindest, ohne Arme. Moment, was kostet der? Der kostet 62 Euro. Kann ich nicht gleichzeitig jetzt in der Rubrik suchen? Das wäre ganz toll. Telemon. Ein Arm kostet 18 Euro. Ja, bist bei 36 Euro für die Arme, dann den Körper noch 62, da bist du bei ja, knapp 100 Euro. Ich habe, was habe ich bezahlt? 30 Euro. Ne, ein Drittel. So, und ganz ehrlich, der sieht doch gut aus. Von daher kann ich das schon verstehen, dass manche Leute sich was drucken. Ne? Gerade, wie gesagt, der Telemon war monatelang nicht verfügbar für mich. Tja, jetzt ist er da, jetzt habe ich schon einen. Ja, es gibt halt heutzutage gute Drucker, die echt Gutes leisten. Ich habe mal hier noch so ein Teil, was ich euch zeigen wollte. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was das ist. Das hat ein Kumpel von mir, der Theo, gemacht von Qvative von der Firma, der auch in Zukunft noch ein paar Sachen für mich machen wollte. Da kommt noch eine Menge. Könnt mal bei dem vorbeigucken, ich verlinke den später mal. Ja, und ich muss sagen, solche Sachen sind echt cool, aber was ich jetzt nicht so toll finde, ist, wenn man sich jetzt eine Standardarmee, ich sag ich mal, eine ganz normale Armee komplett nur druckt und dann in den Laden geht und sagt, ich will hier spielen und dann die Meinung vertritt, wenn der sagt, nee, du darfst hier nicht spielen, ja, dann kann er mich mal, dann supporte ich diesen Laden nicht mehr, weil das tust du ja eh nicht. So, was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Du bist ja länger bei Warhammer, denke, sage ich jetzt mal, als ich. Du bist ja schon, kann ich ja auch sagen, Veteran und ich bin erst seit knapp 4 Jahren dabei. Also jetzt mal erstmal so allgemein mal 3D-Druck. Also ich finde 3D-Druck an sich gut. Und ich weiß auch, dass Games Workshop, genauso wie Forge World, 3D-Druck auch für sich selber nutzt. Und die Sache ist einfach die, dass, wie du sagtest, gewisse Sachen auch einfach nicht angeboten wird. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel meine Chaos Space Marines, die Iron Warriors mal als Beispiel. Für die Iron Warriors kriegst du überhaupt keine
ich sag mal, Updates jetzt oder generell eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Bei Forge World zum Beispiel wurden auch die ganzen Iron Warrior Spezial-Bits für Rhino, Land Raider, hast du nicht gesehen, auch alles rausgenommen. Wo ich dann sagen muss, da finde ich 3D-Druck zum Beispiel total geil. Wenn du jetzt zum Beispiel von einem Rhino diese Türplatte brauchst und du kannst hier, sag ich mal, einscannen mit dem 3D-Drucker und kannst dann selber diesen, ja, ich sag mal, diesen Ritterhelm da selber drauf irgendwie, ich weiß nicht, wie man das sagt, modellierst und da sich selber aus, finde ich das total top. Was mich persönlich stört, da muss ich ja nochmal eben zum Thema GW mal wieder zurückgehen, ist halt der Punkt, seit einer Weile hast du diese festen Miniaturen, die du quasi Teil an Teil und du kannst ja auch nicht mal großartig variieren. Ja, dafür haben sie ja Green Stuff abgeschafft, weil sie ja meinen, die Modelle sehen jetzt so dynamisch aus, du brauchst kein Green Stuff mehr, was ich total bescheuert finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, hier seht ihr das. Hier sind die zwei Miniaturen, die man bei Warhammer Plus kriegt, der Ork und der Assassine. Weil ich hatte jetzt eben kein Bild vorbereitet. Hier sieht man es Gott sei Dank gerade. Ich habe mich für, was meinst du, entschieden? Ich würde sagen, der Ork. Ich habe mal Assassinen genommen. Ah, Weil ich ich habe den ja nicht gedacht, einfach. habe. Ich habe nur den, ey, was weiß ich, wie die Viecher heißen. Ich habe diesen mit diesem komischen aufgequollenen Alienkopf da. Den habe ich. Extra, weil ein Kollege von mir nämlich die Thousand Suns spielt. Und das, denke ich mal, ist fies. Ja, und den Assassinen, den kann man ja immer mal gebrauchen. Ja, und. Du hast jetzt ein Modell von mir bei dir zu Hause stehen? Du, ey. Nein, du bist ein hübscher junger Mann, Mensch. Wie alt bist du? Willst du das sagen? 26, mein Sag ich doch, du Lieber. bist ein hübscher junger Mann. Ich bin ja ein alter Sack, bin ich. Oh, ich werde angeflirtet. Ui. Ich bin kein, du bist, ich bin. Jetzt Worte verschluckt. wird er rot. Ja, ich Das. bin. Ja gut, du kannst mich jetzt gar nicht sehen, das vergesse ich die ganze Zeit. Von daher kannst du jetzt schlecht schätzen, ne? Wo habe Du ich bist sie auch denn ein jetzt? Süßer. Ach da, Astra Militarum, Mensch, bin ich blind. So, ich wollte mal ganz kurz die Preise einmal. Du kriegst hier ganz tolle Sachen von Astra Militarum. Was ist denn das hier? Das ist jetzt, habe ich auch noch nie gesehen. So, was haben wir denn hier? Was weiß ich, hier eine Panzerhaubitze oder sowas für 125 Euro ein, so ein Panzer. Ich sag mal, sieht aus wie so eine Art Lehman Russ. Ich kenne mich da leider nicht so gut mit aus. Eine Pferdetruppe, 5 Pferde, 110 Euro. Was haben wir denn noch, was hier schön gut kostet? Was ist das denn? Das sieht ja aus wie der Tigerpanzer aus dem vom Deutschen Reich, Zweiter Weltkrieg. Ja, viele, viele Panzer sind ja inspiriert vom Zweiten Weltkrieg. Vor allem Ja. deutsche Panzer. Nee, es ist halt schon scheiße teuer. Du hast hier zum Beispiel, ich schicke dir mal gerade einen Link. Du hast hier so einen Transporter. Es ist mir egal, wie groß der ist. Ich finde, der sieht jetzt nicht so besonders aus. Wo bist du denn? Da. Und dann kannst du mal sagen, ob du, wenn du den unbedingt haben willst, ob du den kaufen oder drucken lassen würdest. Ja, Einfach mal der deine interessiert. Meinung gerade. Wenn ich dir den, ich denke mal, was kostet der? Wenn der gedruckt ist, sag mal, komm, Fuffi. Der sieht wirklich aus wie dieser Seepanzer von den Von den Alliierten? ne, von Nazi-Deutschland, wo Ach die ja so. Stalingrad mit erobert haben oder erobern wollten. Ich muss gerade so ein bisschen an den D-Day denken. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Schiff und so, aber ist es natürlich nicht. Naja, der ist aber schon für Fahrten auf Wasser geeignet. Also, der war schon dafür da. Na, nur der hier Aber, nicht. Aber guck mal auf den ja. Preis, was sagst du? Also, 215 Euro ist ein bisschen happig, ne? Also, ja. Ja, Also, glaub, das ich, ist, also, ja. also, ich persönlich, ne, jetzt abgesehen davon, dass ich keinen 3D-Drucker zu Hause habe, würde den mir wahrscheinlich aus einer Chimäre bauen. Genau, das ist, man modifiziert ja immer was. Aber ganz ehrlich jetzt mal, ich kann die Leute echt nicht verstehen, die sagen, ich druck mir alles und weil Games Workshop, ne? Games Workshop ist teurer geworden. Gerade mit ihrer neuen Idee mit diesen Primaris, Gravis, Servo-Rüstung Typ X-Dingern.
wo drei Figuren da, was weiß ich, kosten, das finde ich, ist eine absolute Frechheit. Da habe ich lieber die alten schönen Zehner-Teams. Also, Cabo, da muss ich dich mal dezent unterbrechen. So, Thema Preise. Ich mache das Hobby jetzt auch schon seit, boah, lass mich nicht lügen, 13 Jahren. Oh, 13 Jahre sogar schon, krass. 13, fast 14 Jahre. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass zum Beispiel eine Landekapsel 26 € gekostet hat. Wie viel kostet der heute? Ich habe sogar ein Beispiel und ich bin noch nicht so lange dabei. Du kennst bestimmt den Monolith, ne? Von der Ja, Enterprise. den Necromonolith. Ja, klar. Wie heißt denn der jetzt? Wie finde ich den? Den neuen. Ach so. Ach, da ist er, Mal. Monolith. So, Ja. der kostet. Hohoho. Also der, ich weiß noch ganz genau, ich bin noch nicht bescheuert. Den habe ich für 50, 60 € oder so gesehen. Ne? Ja, früher hat er 50, 60 €. 50 € Das, was heißt gekostet. früher? Da habe ich so angefangen. So vor 4 Jahren höchst. Nein, das war. Nee, vor 3 Jahren. Vor 4 Jahren, da war ich nur im Laden unterwegs. Da habe ich online gar nicht geguckt. So, guck mal. Der hat wirklich, ich glaube, 60 € höchstens gekostet. Der kostet jetzt 130 €. Und das sage ich dann im Laden, im Store. Was sagt der Typ mir? Ja, aber der ist besser. Der hat andere Waffen und so. Und ich denke mir, Junge, der ist gleich groß fast. Das ist fast das gleiche Modell. Oder ich bin halt total bekloppt. Ich meine, klar, Also, der ist schicker, ne? sagen wir es mal so, ich kenne den Vorgänger von dem Monolithen noch. Der war ja ein Kasten. Ja, genau. Der ist halt nicht so Ne? schön und so. Aber von der Größe her und so, das ist ja Nee, das Doppelte an Money, ne? also ich habe jetzt gerade bei mir, also ihr merkt, dass ich zwischendurch mal so nach da gucke. Der Monolith, der neue, der hat mehr Details, ja. Aber das ist für mich nichts, wo ich sage, das ist 130 € Ja, gerechtfertigt. genau, Wenn ich. ich sag mal, guck mal, der alte, sagen wir mal, der kostet 70 und ich bin dumm. Sagen wir mal 70. Das ist ja trotzdem noch fast das Doppelte. Also. Wie wär's mit 99 € und das ist Ja. schon teuer, aber 130, das ist, ich bezahle da, glaube ich, einfach nur die Stärke der Einheit auf dem Feld. Das glaube ich. Das, boah, der ist Also. jetzt so stark gemacht. Der muss 130 kosten, sonst wäre es unfair mit den anderen Modellen. So, ich bezahle sozusagen dafür, dass ich dieses Ding spielen darf. Das ist es halt, ne? Weil, warum kostet ein Captain, sag mal, 30 € oder 35 und ein Space Marine, keine Ahnung, 3 €, 4 €, ich weiß jetzt gar nicht. Ne? Das ist halt 4 €, sag ich mal, 4,50. Also ganz ehrlich, ohne das Böse zu meinen, ich sehe den Monolithen, ich sehe den Preis und kriege einen Kurzkrampf. Ja? Weil als ich damals mit 40k angefangen habe, da hatte ich diesen Kastenmonolithen gesehen. Ne? Der war, glaube ich, 40 €. Dann, bevor die Necrons die Neuauflage gekriegt hatten, war der Kastenmonolith ja noch aktuell. Da war der, glaube ich, von 35 auf 50 hoch. Und jetzt sehe ich den Monolithen für 130 und denk so, Scheiße, 80 € mehr. Ja, ja, da dreht sich gerade mir 10-mal der Magen um. Ja, ich finde hier auch gerade gar nicht die Sergeant-Modelle. Das finde ich gerade ein bisschen seltsam. Ich google mal einmal Sergeant-Modell Shopping. Währenddessen der Karo gerade am Googeln ist. Mal von meiner Seite aus, mal so ein Tipp an euch. Ihr wollt einen Captain haben oder generell irgendein Charaktermodell. Überlegt euch das zweimal, ob ihr wirklich dieses Modell kauft oder ob ihr nicht vielleicht ein einfacher, sag jetzt mal, ihr wollt einen Primaris Captain haben, also einen normalen Primaris Captain halt. Kauft euch normal die Primaris Box, holt eure Bitskiste raus, klatscht dem irgendwas dran und dann könnt ihr hingehen und sagen, das ist mein Captain. Ja, yep, am besten Kein. guter Tipp von mir, holt euch die, oh, wie heißen die alten Dinger nochmal? Die Sterngard-Veteranen, waren das die? Sternguard. Sternguard. Ja, yep, da sind tolle Teile bei, da kannst du dir alles draus bauen. Guck mal, da hast du schöne Schulterklappen, ganz viele. Da hast du so viel Kram, da habe ich mir fast alles draus gebaut aus den Viechern. So besondere Sachen, ne? Da hast du echt tollen Stuff bei, aber die kosten ja auch 45 €. Ich habe dir mal was geschickt. Und Ja, ich zwar habe schon gesehen. Sergeant Jovan oder Jovan, wie auch immer. Jo,
Siehst du, das passiert mit diesen Sondermodellen, die ja für die ganze Community so toll sein sollen. Und in Wahrheit sind sie ein Fluch, weil sie immer wieder für, ja, siehst du ja selber, 80, 90 Euro. Und jetzt überleg mal, was wohl dieser Sniper dann wert ist. Das will ich gar nicht Ja, ausmalen. da hast du das Geld von Warhammer Plus wieder drin. Und genau deshalb habe ich mir Warhammer Plus geholt. Ja, es ist doch so, ne? Und das Der wollen die Kampf ja ist auch. jetzt. Die wollen dich behalten. Die wollen. Und glaub mir, sobald kurz bevor das Jahr vorbei ist, ist es genau wie bei der Politik, dann kommen die neuen Wahlversprechen. Dann kommt nämlich, pass mal auf, was wir fürs nächste Jahr für euch bereit haben. Der geilste Scheiß, die geilsten neuen Sachen. Ne? Das wird passieren. Tja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch nächstes Jahr wieder eine neue Miniatur. Ja, aber was ich sagen Ja. wollte, ist eigentlich so ein Sergeant. Den findest du öfter mal im Warhammer-Laden, kriegst du für, weiß nicht, 25 Euro oder was ist so ein Sergeant? Was kosten die im Schnitt? Ich weiß es gar nicht. Oder kosten die auch 30 Euro wie ein Captain? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Kann ich dir gerade so pauschal nicht sagen. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass der Sergeant das dämlichste Modell ist, was man sich als Space Marine-Spieler eigentlich kaufen kann. Ist meine Meinung. Weil ein Sergeant ist einfach ein stinknormaler Space Marine mit einem roten Helm. Ende. Ende. Der Rest ist Modden. Also je nach, was du für einen Orden spielst, ja. Ja, es Also ist. als Ultramarine, ja, definitiv, der rote Helm, Ja, ja. als Altschulmin roter Helm, ja. Ne? So, aber theoretisch kannst du hingehen, einen normalen Primaris Space Marine bei den Blood Angels einen goldenen Ein Helm goldener, geben oder ja. gelben Helm und zack, du hast einen Sturmtrupp. Ja, darum, Na, also also. ein Sergeant ist halt so. Ich meine, ja, klar, cool, der sieht toll aus, aber ganz ehrlich, Leute, holt euch ein bisschen Green Stuff. Traut euch, knipst mal mit einer Zange was durch. Ich habe es ja mal öfter in den Videos gezeigt. Traut euch Also, einfach und dann kannst du dir einfach, kauft dir irgendwie einen Ork für 3 Euro aus dem Internet und dann legst du den da auf eine Base, weißt du? Und es gibt so viele Methoden. Du kannst ja auch in eine Bratpfanne zum Beispiel in einer alten anschmelzen. Dann knipst du das drumrum weg, dieser Wulst und schon hast du voll die coolen Sachen und du hast es selber gemacht. Es ist ein Unikat. Finde ich besser als. Weiß ich nicht, jetzt und hier 86 Euro bei irgendeinem, ich sag mal, so einen Kerl hier auszugeben, der den selber für einen Zwanni oder so gekriegt hat. Auch als alternative Möglichkeiten gibt es auch ja Zweit- oder Drittanbieter Ja, von Teilen. 3D-Druck. Nee, nicht unbedingt 3D-Druck. Also zum Beispiel gibt es eine Witz-Anbieter für sowas, die nennt sich Kromlech. Und Also. die bieten teilweise richtig schöne Sachen an. Das ist zum Beispiel eine Base von denen. Ne? Ich finde die total schick. Wirklich hier mit diesen Kabeln und sowas. Cool. Und die passen fast auch eins zu eins teilweise auf die Rüstung. Sieht gut aus. Ja, Also. ich mache mir immer meine Sachen selber. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so toll erkennen kann. Du kannst es ja immer wieder gar nicht sehen. Die habe ich mir halt komplett selber gebaut. Aus Styrodur. Und natürlich, klar, Warhammer Bits Dingern. Ja. Also, es gibt viele Möglichkeiten. Da muss man jetzt nicht unbedingt beim Warhammer Day für 20, 30 Euro irgendwie sich einen Sergeant holen. Weil für Warhammer, was kostet Warhammer das? Was Gar nichts. kostet die einen Furz? Ich meine, ey, ich habe da immer hintergestanden. Die Jungs entwickeln die Dinger, die müssen die Designer bezahlen, da müssen Künstler bezahlt werden ohne Ende und. Das ist alles super. Und bis jetzt haben die Leute auch gesagt, dass die Bezahlung fair ist, was ich so gelesen habe. Alles toll, möchte ich unterstützen. Aber wenn ich merke, dass man mir einen Sergeant für, ich sag mal, 25 Euro andrehen will, eine Warhammer-Figur, die eigentlich so 4,50, komm, sagen wir mal, 7 Euro höchstens kostet, ja, wenn wir mal jetzt übertreiben. Und in der Produktion natürlich ein Furz, da bin ich dann so ein bisschen wütend. Ja. Naja. Bin mal gespannt, Ich was die habe Leute in die Kommentare schreiben, ob die überhaupt was schreiben oder dabei einfach einpennen bei unserem Gelaber. dir mal einen Link geschickt. Ja, warte, ich gucke mal. Das ist zum Beispiel Oh, ein schick, Modell, schick, was schick. Kommlech anbietet. Ja, Ein sieht cool richtig aus. schönes Ork-Modell. Ich glaube, ich gucke mir Kromlech mal an. Sieht gut aus, weil ich bin ja eh auf der Suche nach ein paar Alternativsachen. Ja, Nicht also schlecht. definitiv. Ich habe von Kromlech auch Schädel-Schulterplatten geholt für meine Iron Warriors. Also definitiv, der Laden ist top. Ja, wenn du das sagst, das ist schon mal gut zu wissen, weil
Ich habe schon mal ein YouTube-Video gesehen, da hat einer auch bestellt und die Sachen hatten so richtig so Fäden. Weißt du was? So diese 3D-Druck. Das siehst du bei diesem Kasten hier, weil der ist grob gedruckt. Warte mal. Du siehst es natürlich wieder nicht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann gut. Ich versuche mal gerade daran zu zoomen. Ja, doch, man kann es erkennen. Man sieht halt, das ist ein Druck. Und ich denke mal, bei den Figuren, wenn du sagst, das ist gut, dann sieht man das da wahrscheinlich so gut wie kaum, ne? Also, ich habe jetzt zum Beispiel mal so Night Pits gefunden, damit er wirklich aussieht wie Mechanikum. Ich schicke den jetzt auch Ja, noch schick mal mal kurz. rüber. Wir haben ja uns heute ein bisschen Zeit genommen fürs. Oh! Nicht übel. Also ganz ehrlich, da kann man nicht meckern. Also es ist alles aus Resin, ja, aber nicht dieses billige Resin, was GW hat. Also wirklich schon qualitativ hochwertiger, ne? Haben wir denn da alles? Ich lasse mir bald auch noch mal was drucken vom guten Theo, wann auch immer er da Zeit findet, weil er hat momentan viel um Ohren. Ich möchte nämlich die Terminatoren Typ 1 haben. Die, wie heißen sie? M1, MK1? Ach so, ja, ich weiß, was du meinst, Die die, mit den übertriebenen hohen Schulterplatten. Nur halt in cool, nicht so hässlich wie Warhammer, die damals die designt haben. Die warte lasse ich mir auch noch mal mal. drucken. Kann man ja als normale Terminatoren spielen. Das ist schwierig. Die MK1-Rüstung hat in dem Sinne keinen Namen gehabt. Also Ja, darum, das ist. es gibt die Donnerkriegerrüstung. Ja, die meine ich nicht. Ich meine schon die ersten Terminatoren, diese bulligen. Ach so, ja, ich weiß, Diese was du mit meinst. dem runden, weißt du, von Death of Hope, da kommen die auch drin vor. Ja, Ich kann ja auch mal eingeben, Moment, ich zeige euch die mal gerade, ich schicke dir dann den Link. Terminator, ich glaube MK1, Death of Hope. Da müsste wahrscheinlich dann irgendwie eine Datei anbieten. ah, ich hab sie. Ich hab's. Ja, ich hab sie jetzt auch gerade gefunden. Warte mal, Bildadresse. Bildadresse kopieren. Ich schick's dir trotzdem mal, vielleicht hast du, ich sehe es ja nicht, vielleicht hast du was anderes. So, das ist er, ne? Ja. Die Die meine ich halt. so ein bisschen aus wie Iron Man One sind. So ein bisschen. Ja, Iron Man hat ja sowieso sein Design von dem bulligen Typen, da hat er ja von den Terminatoren geklaut. Ah, da bin ich mir nicht so. Also Doch, muss mal gucken. ähnlich. Also Ähnlichkeit ist vorhanden, Nicht aber. von dem normalen, von dem von diesem fetteren, weißt du, Modell. Ach so, ja. Ja, also wie Ja. gesagt, den will ich mir jetzt bald drucken lassen, weil ich finde, das ist an und für sich ein ästhetisches Modell. Das ist ein schöner, dicker Klotz. Also der sieht optisch wirklich so aus, wie ein Termi eigentlich sein sollte, von der Optik her. Ist halt ein Das Panzer auf zwei Beinen. Darum, ich mag Kataphrakti, das sind so meine Lieblingsterminatoren. Die meine normalen auch. kommen danach und diese hier. Und die Gravis-Typen da, die Primaris, finde ich halt, muss ich sagen, finde ich, naja. Obwohl, ich muss sagen, ich mag die Grey Knight Terminatoren von der Optik her. Ja, ich liebe die Helme, diesen Hammer. Die versuche ich mir auch gerade selber nachzumachen. Die sind echt schön. So, kommen wir Dafür mal hat. zum Typen hier. Das habe ich total vergessen schon. Kommissar Gamsa, das ist nämlich so ein Typ, so ein YouTuber, der sagt, ey, ihr könnt euch alles drucken lassen, ihr braucht gar kein Warhammer mehr und bla 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 bla. Also wenn alle so denken würden, dann hätten wir unser schönes Hobby bald nicht mehr, weil dann würde jeder drucken. Und er ist auch wirklich so ein Typ, der sagt, hier, guck mal, wie heißen die denn jetzt? Von Krieg. Astra Militarum von Krieg, eine Figur, 1 Euro. Und da habe ich auch mit dem Typen gesprochen, mit dem Theo, weil er druckt ja auch selber. Und da habe ich ihn gefragt, ich so, sag mal, ist das eigentlich möglich, was der Typ hier für einen Quatsch erzählt? Hier zum Beispiel Oh ist my jetzt ein hell. Video, wo er wieder anfängt. Und der macht sich auch jedes Mal über die Leute lustig, die dann so sagen, hey, ne, ich kaufe gerne bei Warhammer. Und also das ist schon, müsst ihr euch mal angucken, der Typ dreht hier ordentlich ab. Und natürlich, klar, die ganzen Leute dann, yeah, Mann, ich druck mir alles. So, hier haben wir zum Beispiel die Hive Guard von den Tyranniden für 70 Dollar. Was sagt er hier? Wahrscheinlich 4 Dollar, Vier so wie ich es gesehen habe. Dollar, ja. Sehe ich gerade so in der Thumbnail. Ja, ist ja auch scheißegal.
Auf jeden Fall habe ich dann mit dem Theo gesprochen und gesagt, sag mal, ist das denn möglich, dass man hier für einen einzigen Dollar, ist ja in Euro, noch nicht mal in Euro, was sind das? 85 Cent? Gerade mal kurz gucken. Dollar, Euro, 85 Cent. So. Und für 85 Cent eine Death Corps of Krieg Figur hat er gesagt, das geht nicht. Das ist wirklich nur der Plastikpreis, und weil du hast ja Strom, du brauchst einen Raum, das stinkt, du hast einen 3D-Drucker, und wenn ihr zu Hause 3D-Druck betreiben wollt, dann müsst ihr euch schon eine ganze Armee drucken, damit sich das auch rentiert, damit sich's wirklich lohnt. Weil wenn ihr jetzt sagt, ich kaufe mir einen 3D-Drucker, damit ich mir alle paar, was weiß ich, Wochen mal irgendwann ein so eine Figur drucke, komplette Verschwendung. Na, dann, du musst ja auch, du hast ja auch Fehldruck, ne? Manchmal hast du irgendwie das falsche Harz oder womit auch immer man druckt. Also, so einfach ist es nicht, wie der Typ hier allen weiß machen möchte. Das ist einfach nur so ein Typ, der sich über alles und jeden aufregt. Der ist nur am Meckern in jedem Video immer. Und irgendwann wurde es mir dann zu viel, da habe ich gesagt, nee, das kann ich mir nicht geben. Aber wie gesagt, jetzt habe ich mal das Pro und Contra einmal kurz mal, denke ich mal, angesprochen. Was wolltest du noch dazu sagen zu dem Thema? Also, das ist halt so typisch, was immer auch auf YouTube ist, ne? Du hast halt ich sag mal, sinngemäß die positiven Leute, die sagen, ja, komm, es ist alles so halb so wild. Und dann hast du natürlich die sagen, es ist alles scheiße. Nur gut, wenn du meinst, oder also wenn er sagte, dass er schafft, für 1 Euro oder 1 Dollar da zu drucken, ja, dann lass ihn mal in dem Glauben. Nur wie du gerade schon selber sagtest, es ist halt auch die Menge teilweise, ne? Weißt du, was ich Weil. jetzt hart finde? Ich habe ja mal ein paar Videos davon angeguckt. Jetzt pass auf. Der Typ sagte in einem seiner letzten Videos, ja, weil er redet ja die ganze Zeit nur darüber, wie toll das Drucken ist, wie scheiße Warhammer ist und dass alle bloß nur noch, weißt du, so, dass Warhammer nur noch Verarsche ist. Und das Lustige war, einer meinte auch, man kann sich diese Actionfiguren drucken. Ja, natürlich, eine Actionfigur drucken. Das möchte ich sehen. Aber egal. Was ich ganz interessant fand, er hat gesagt, dass das letzte Modell, was er sich gekauft hat, war der Centurion Devastor-Trupp, der Dreier-Trupp, der fette. Das war das letzte, was er sich gekauft hat. Und er meint aber, er würde Warhammer ja gerne unterstützen und so, aber. Ja, ganz ehrlich, der Typ hat Warhammer schon Ewigkeiten nicht mehr unterstützt und, weiß nicht, will alles geschenkt haben. So kommt mir das vor. Ja. Und dann regt er sich auf, wenn man ihn aus dem Laden rausschmeißen sollen würde. Weil er geht ja nicht in den Laden. Aber er hat gesagt, wenn er in den Laden geht und man sagt, er darf hier mit seiner kompletten gedruckten Armee nicht spielen, dass er dann nicht mehr unterstützt. Wo unterstützt er? Eigentlich tut er gar nicht mehr unterstützen. Ja? Und der hat nur ein paar Figuren. Der hat nicht viel. Der hat mal seine Armee gezeigt. Das ist ein Witz. Also, es ist einfach nur ein Typ, der sagt: Boah, das ist zu teuer. Ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, wo ich nur am Meckern bin. Und die ganzen Leute, die sich natürlich zu Recht auch manchmal aufregen, gucken seine Videos und sagen, ja, Mann, er hat recht, aber in Wahrheit ist er einfach nur, er ist ein. Querdenker, ja. So. Also ganz ehrlich, ich bin auch nicht unbedingt einer Meinung, was Games Workshop da macht, Ich sage auch ich ganz nicht. ehrlich. Aber sagen wir es mal so, obwohl, da muss ich aber sagen, rein theoretisch, wenn alle wirklich 3D-Druck machen würden, würde GW ja daran, ich sage jetzt mal, zugrunde gehen. Ja, natürlich. Es gäbe War dann ja halt keine kein. Bücher mehr, keine Filme, kein gar nichts. Also Warhammer wäre tot. Und ja, dann haben wir sozusagen das erobert. Die Fangemeinschaft hat dann es geschafft, ihren, weiß nicht, den Imperator zu stürzen. Keine Ahnung. Also da haben wir ja Ja. alle nichts von. Ich meine, Games Workshop ist schon toll. Im Laden sind die Leute auch immer toll. Die sind gut geschult. Die sollen kein Power-Selling machen. Also die sollen dir nichts andrehen. Die sollen dich gut beraten. Also die Mentalität ist ja schon gut. Ja, Und aber das Problem ist, was jetzt zur Zeit abgeht, ne? lass mich mal gedanklich mal weiterspinnen. Jetzt mal rein theoretisch. 3D-Druck wird weiterentwickelt, da wird es ja definitiv. Alleine auch alleine in der Gesundheitswesen sind 3D-Drucker ja auch schon sehr stark aktiv. Ich sage nur, dass teilweise Leber, Nieren und sowas aus Stammzellen gedruckt werden. Das ist ja schon beeindruckend.
Aber jetzt gehen wir mal weiter. GW sieht das, so, hör mal, wir haben keine Kunden mehr, weil die sich das alles selber drucken. So. Die logischste Aktion, die GW machen könnte in diesem Moment, wäre einfach komplett wieder die Miniaturen einstellen und dann nur noch die Sachen rausbringen, also sprich Bücher, etc. Oder die tun die Preise reduzieren, wodurch sich das dann wieder doch mehr lohnt, die Modelle von denen zu kaufen als per 3D-Drucker. Das kann sein. Vielleicht ist es aber auch nicht so wirklich möglich, weil die halt, ich sag mal, die haben ja ihre Buchautoren und hier und da und die müssen ja riesen viele Leute versorgen auch. Darum weiß ich nicht, ob die sich das leisten können, die gleichen Preise zu verlangen wie Fritz in seinem Kinderzimmer, ne? Es ist halt, Ja, aber ist obwohl schwierig. jetzt mal ganz ehrlich, GW ist ein milliardenschweres Unternehmen. Es ist so, Die es ist können natürlich milliardenschwer. Preise runtergehen, die Preise sind zu hoch, ne? Aber ob die jetzt, ich sag mal, mit Fritz konkurrieren können. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt andere Anbieter von Tabletop-Miniaturen, ob das jetzt Galactic Football ist, Star Wars Legion und hast du nicht gesehen. Ihre Preise sind ja Anführungsstriche, also jedenfalls definitiv zu GW-Standards günstig. So. Und die bleiben auch günstig. Klar, die steigen vielleicht mal ein Euro oder zweimal hoch, aber an sich bleiben die auf demselben Stand. Ja, Und die verdienen trotzdem gut Geld. weil da darum wollte ich ja auch noch darüber wollte ich auch mal reden, weil ich wollte ja einmal sagen, was kosten die Alternativprodukte? Und da habe ich auch letztens geguckt, gerade wegen Terminatoren und so weiter war ich am Suchen und die kosten eigentlich fast das gleiche, was sie auch bei GW kosten. Also Ja. viel günstiger sind die Sachen nicht und dafür haben die keine Marke, die sie bedienen, keine Mitarbeiter. Ja, okay, vielleicht haben die keine Ahnung, 5 3D-Drucker oder 10 3D-Drucker, ich weiß es nicht, aber das ist manchmal, da denke ich mir so, ey, so günstig sind die Alternativen nicht. Aber du sagst, wo kann man denn da mal gucken? Hast du mal einen Link, wo man jetzt wirklich sieht, hier ein 10er Trupp Space Marines, der kostet da 20 Euro zum Beispiel. Also Comlech zum Beispiel verkauft ja Ich genauso guck wie mal damals gerade. GW, wie die Space Marines. Diese Space Marines sind Einzelteilen. Wenn du es aber umrechnest, du kaufst dir jetzt, sag ich mal, 5 Torsos davon 12 €, da die Beine, also 5 Beine für 12 €, da die Arme sind inklusive mit Schulterplatte, kommst du rum und ganzen aber auch zwar auf eine gute Summe, aber wenn du es umrechnest, bist du trotzdem mit ein paar Euro günstiger, ne? Ich guck mal gerade, ich mach das mal. Also ich nehme jetzt hier Prime Legionär Body, was nehmen wir denn hier? Ich nehme mal das hier. Ja, nehme ich mal einfach. Das ist schon mal. Warte mal, hier erstmal das alles schließen hier. So, Add to Cart. Machen wir es doch einfach mal so. Dann nehmen wir uns mal Waffensets. Ist das scheißegal, was ich hier nehme? Ja, ne? Ja, ich nehme mal einfach das hier. So, dann brauche ich noch Schulterplatten. Nehmen wir mal die. Hier, Stuff, weil du das hast ja auch immer im Gussrahmen, so Bomben und so ein Zeugs. Und Köpfe brauche ich noch. Gibt es hier auch Helme? Ja. Nehmen wir mal einfach das. So, jetzt habe ich mir einen 10er Trupp. Ne, einen 5er Trupp. Oh, einen 5er Trupp habe ich mir zusammengestellt. Kostet mich jetzt insgesamt. So, wenn man alles zusammenrechnet, 54,95 € mit Shipping. Ohne Shipping 48,95 € für einen 5er Trupp. Siehst du, was ich meine? Ja, aber du hast da mehr Varianz drin, ne? Also du kannst sie ja so bauen, wie du willst. Ja. Abgesehen davon hast du noch Klombadorium noch so übrig, ne? Ich weiß nicht. Also, Also. ich finde, ich sag mal, die seriösen Leute, die Qualität auch anbieten, und so schätze ich jetzt einfach mal, Bits of War ein. Kosten auch. Was Ja. hat. Gibt's hier fertige Sachen? Ja, also auf Comlish gibt es definitiv fertige Sachen. Dann muss ich jetzt selber erstmal wieder Comlish anmachen. Squads und Bundles musst du. Finde ich das denn? Ach da, ich hab's. Ja. Wow. Was haben wir denn da für Viecher? Die sehen ja cool aus. Juggernaut. Ach, das sind Orks. Cool. Gucken wir mal, wo haben wir denn hier Marines? Die ganz normalen Standardviecher. Ich sehe jetzt hier fast nur Orks.
Ja, die bieten hauptsächlich Orks an, aber Ach, warte mal, wie viele? Biker? Ja, hier haben wir doch drei Biker. Drei Biker, ich würde sagen von der Größe her Firstborn, kosten hier 40 Euro. Ja, jetzt haben wir natürlich die alten Biker, soweit ich weiß, nicht mehr, ne? Oder? Oh, in dem Sinne nicht, nein. Warhammer bietet die, glaube ich, nicht mehr an. Doch, 32,50 Euro. 32,50 Euro und die kosten 39. Sie sind sogar noch teurer. Siehst du, und das meine ich. Also, wenn du richtig Qualität haben willst, und das sieht ja auch gut aus hier, dann kostet es auch wieder sogar noch mehr als bei Warhammer. Jetzt, ne? Und das finde ich halt so witzig. Du hast da auf der einen Seite den Typen, der sagt, 1 Euro pro Modell. Und dann suchst du was und alles fucking teuer. Weil die nämlich auch ihre Designer wahrscheinlich bezahlen müssen. Die Sache ist, was der Typ meint mit seinem 1 Euro, das ist, wenn du zu Hause schon einen 3D-Drucker hast, sagen wir mal, dein Vater hat einen, du bist 16, dann kannst du dir für 1 Euro vielleicht so ein Ding drucken, wenn dein Vater die ganzen Kosten des Stroms und so weiter übernimmt. Und einen extra Raum hat, weil das Teil stinkt wie Hölle und du musst es dann auch noch ins UV-Licht packen und bla und. Also. Ha. So, jetzt sind wir eigentlich durch mit allen Themen. Jetzt kannst du noch das letzte Fazit absondern. Was meinst du? Was hat dir das Gespräch hier gebracht? Sagen wir es mal so, es war lang, ich sag mal informationsreich. Ja, muss ich auch sagen. Finde ich auch gut, dass du schon so lange dabei bist. Also, sagen wir es mal so, ein Neuling wird jetzt zum Beispiel mit diesen Informationen nicht wirklich viel mit anfangen. Ja, da kamen ja Ich auch ein glaube paar eher, Begriffe, ne? also ich glaube eher, dass so ein Neuling dann hingeht und sagt so, wovon reden Sie? Aber ich glaube, dann kommt aber eher so der ein oder andere, ich sag mal, Veteran an und sagt, ja, wir haben recht. Na, es ist, also das Thema ist gut. Nicht nur, weil ich alle mit darüber gesprochen habe, sondern allgemein, es ist mal informationsreich. Ich sag mal, wie man mit den Informationen umgeht, das ist halt die eine Sache. Na? Man kann ja das Gelbe vom Ei erzählen, man muss sich da eher eine eigene Meinung. Ja, das finde ich auch. Man kann Also. jetzt bestimmt, es wird bestimmt einer einen Link drunter packen. Hier, guck, da kriegst du die Marines günstiger. Was labert ihr? Der andere wird sagen, guck mal. Also, ich sag mal, jeder muss selber wissen, was er mit seinen Figuren macht. Und wenn wir alle nur noch drucken würden und angenommen, Games Workshop verkauft bald nur noch irgendwelche Pläne. Hier, du kaufst dir für 5 Euro einen Plan, dann kannst du dir die selber drucken. Keine Ahnung. Weil ich denke, die Zukunft ist, dass jeder oder fast jeder zu Hause wie ein Drucker auch einen 3D-Drucker irgendwann hat. Das ist die Zukunft. Das wird jeder irgendwann zu Hause haben in irgendeinem Raum. Und wenn mal irgendwas kaputt gehen sollte, hier mein Stift zum Beispiel, ach, die Hülle ist kaputt. Oh, warte mal gerade. Klick, klick, fertig. Einmal kurz in der Bibliothek gucken, da hast du alle Dateien, die du brauchst. Ich denke, da gibt es dann sowas wie Netflix, was dann einfach einen riesigen Pool hat an 3D-Drucksachen. Du bezahlst halt diese Gebühr und dort hast du dann alle Sachen, die du dir drucken kannst. Und dann wird auch sowas auch frei wahrscheinlich sein, gibt ja jetzt schon. Also ich denke mal, das ist die Zukunft und bin gespannt, wie GW darauf reagiert. Und ich, wenn die Preise senken würden, wäre ich vollkommen dafür, aber Ich glaube, da wären wir alle für. ja, je Ne? nachdem, was Also. sie machen. Also Sachen wie Bandai, die gehen halt einfach gar nicht. Das ist einfach ein Unding. Das hier muss ich sagen, 100 Euro, naja. Na. Lassen wir es mal. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder dabei gewesen bist, dass das so spontan geklappt hat. Ach, kein Problem. Es hat dir Spaß gemacht, ne? Ja, mir auch. Ich hab dir ja auch angeboten, dass man das auch häufiger machen kann. Ja. Gerne dann irgendwann nochmal, ne? Auf jeden Fall. Morgen um dieselbe Uhrzeit. Ja, wir sind jetzt. Wie lange sind wir dabei? Stunde 14 Minuten, ja. Oh, das ist nicht schlecht. Bin mal Muss ich immer. gespannt, was die Leute dazu sagen, ob das interessant ist. Also Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann schreibt doch einfach mal einen lustigen Satz mit, was nehmen wir denn? Mit einem Kataphrakti Sergeant. Schreibt mal irgendeinen Quatsch mit einem Kataphrakti Sergeant, dann sehe ich, ah, der hat bis zum Ende geguckt. Und natürlich Verbesserungsvorschläge etc. pp. Und vielleicht Themen, die euch mal interessieren würden, die ein
Chaos-Veteran und ein, ich will mich nicht immer Schlumpf nennen, ich habe so viele Armeen hier. Kavu. mal besprechen sollten. So, dann bedanke ich mich. Letztes Wort hast du. Lasst ein Like und ein Abo da und die Treue gehört dem Chaos. Nur dem Chaos. Das Chaos ist die einzig wahre Antwort. Oder so ähnlich. Oh, so. Mein Gott. Ich glaube, ich hätte nicht so viel Energy trinken dürfen.